Willkommen zurück, ihr Erdlinge da draußen vor euren Bildschirmen zu einer weiteren rätselhaften Folge Deliver Us the Moon. Schön, dass du da draußen wieder mit am Stissel bist, denn jetzt geht die Geschichte weiter. Hervorragend. So muss das. Okay, Leute. Ich bin noch nicht so ganz im Klaren, wie es hier weitergeht. Wieso tanzt die Tür? Wieso haben wir eine tanzende Tür? Also ich habe jetzt hier... Das ist Teil, was ich irgendwie nach oben bringen muss. Es muss da oben drauf. Ich verstehe noch nicht ganz, wie das funktionieren soll. Ich muss auf jeden Fall jetzt diese Tür hier wieder schließen. Das heißt, den Strom wieder umlenken. Eigentlich müssen wir jetzt einmal hier wieder durch die Blechbüchsen durch. Was? Au, 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 au! Nein! Hilfe! Alter, er verfolgt mich. Geh zurück. Blöde Blechbüchse. Okay, das war schon mal ein Schuss in den Ofen. Okay, next try. Also hier komme ich zurück. Ich muss sofort irgendwie Unterschlupf suchen. So. So, da hatte ich den hier. Nein. Schön weitergehen. Okay. Ich bin zurück. So, jetzt erstmal hier wieder den Strom wechseln. So. Dann schaue ich jetzt nach oben. Ah, warte mal. Ah, okay, warte. Jetzt können wir das Ding hier... Ich finde das irgendwie gerade ein bisschen ungünstig positioniert. So. Dann schieben wir das hier mal durch. Durchs Lager. Nicht so leicht, das Teil. Okay, hier komme ich nicht hoch. Ich brauche den Aufzug. Ich benötige den Aufzug. Lucky, this is your job. Da wir jetzt wieder Strom haben. Bravo, Lucky. Okay. Dann nehmen wir das jetzt mal. Schieben das jetzt mal hier drauf. So. Scotty, beam me up. Ich zieh's mal raus. Ein paar Meter nur noch. So. Perfekt. Würde ich jetzt mal sagen. Let's get ready to rumble!
Cap? Ah, okay. Geschafft. Auf zum Kontrollzentrum. Das sieht interessant aus. Okay, schauen wir mal, was hier passiert ist. Reaktorkapazität bei 1%. Wir müssen da jetzt rein! Ich habe alles versucht. Alles, was mir eingefallen ist. Denk nach, er überlebt gleich! Moment, sagtest du nicht, MacArthur hat die Sicherungen überladen? Warum fängst du jetzt von MacArthur an? Alex, isoliere Verschlüsselungssequenz 17B auf dem Raster. Reaktorkapazität bei 0,5%. Ich hab's! Wir sind drin! Was jetzt? Es gibt einen Notausschalter! Reaktor fährt runter. Hat geklappt. Der Reaktor stabilisiert sich. Wir sind noch nicht fertig. Der Reaktor konnte die Energie nirgends hinschicken. MPT-Überladung. Sofort Druck ablassen. Der Speicher fliegt uns gleich um die Ohren. Die Energie muss raus. Wie? Eine temporäre Übertragung könnte... Ah! Endlich Ruhe. Endlich. Der Reaktor, ist er sicher? Ja, aber die Wucht hat die Ausrichtung der MPT-Antenne verändert. Kriegen wir das wieder hin? Die Steuerung ist oben im Turm. Schauen wir erstmal nach, ob noch Helium da ist. Okay, das ging nochmal gut, ha? Huh? Diagnose bitte. Okay, ich brauche Helium. Komm, Lucky, wir holen Helium. Projekt Outward. Ist alles überflutet. Ist das gut, wenn ich da reingehe? Oh, scheint in Ordnung zu sein. Relativ warm. Komm rein, Lucky. Lass planschen. Wasserverschwendung. Dafür würde man auf der Erde morden. Das ist kein Wasser. Für den Reaktor. Die Rohre müssen geborsten sein. Denkst du, MacArthur hat Helium dagelassen? So unvorsichtig wäre er nicht. Aber schauen wir nach, um sicher zu gehen. Ich geh schon vor, ich komme gleich nach. Moment, wo willst du hin? Ich schau mir die Schäden weiter vorne an. Sieh du nach dem Kühlsystem. Bin gleich wieder da. Big Brother. Weil das Überleben der Menschheit auf dem Spiel stand, überließ MacArthur nichts dem Zufall. Nachdem er in die ASE-Einheiten eine Hintertür eingebaut hatte, überwachte er die WSA-Kolonisten von seinem Beobachtungsturm aus. Als es in Tombow zu Unruhen kam, benutzte MacArthur diese Hintertür, um die Sicherung zu überladen und die ASE-Einheiten gegen ihren ahnungslosen Besitzern zu richten. Die dumme Sau.
Okay, finden die hier noch irgendwas? Wir brauchen das Helium. Aber ich komme da hinten einfach nicht rein. Lol, eine Ente. Haben wir irgendwo ein Schlupfloch für dich? Hier könnte es doch funktionieren. Let's go, mein Freund. Ja. Geht's da nicht weiter? Okay, aber da hinten. Sehr gut. Perfekt. Ach, Lucky, wenn ich dich nicht hätte. Was würde ich nur ohne dich tun? Nicky, etwas stimmt nicht. Bei der Menge an Mondgestein, die wir einsetzen, müssten wir viel mehr Helium-3 fördern als das, was in unserer Tabelle angegeben ist. Es ist, als ob ein Teil des Heliums nie registriert wird. Aber das widerspricht jedem Protokoll, das ich kenne. Wieso würde der Lunarrat das zulassen, Julia? Hi Julia, ich muss zugeben, dass die Zahlen nicht stimmen, aber lass uns keine übereilten Schlüsse ziehen. Dr. Johansson würde nie zulassen, dass irgendetwas das Energiesignal des MPT gefährdet. Ihm ist die Erde zu wichtig, er hat noch Familie da unten, so wie die meisten von uns. Es ist sicher ein Missverständnis, Nicky. Mann, ganz schön düster hier. Ein Plan. Batterie und Schüssel. Vorsicht, Batteriekapazität ist beschränkt. Sollte sie voll sein, aktivieren Sie nicht den Reaktor. Das System stößt überschüssige Energie gewaltsam ab. Ah, hier. Auf zum Lager. Ich glaube, hier bin ich richtig. Lager verschlossen. Okay, was ist das hier? Das kann ich jetzt mal scannen. Leerer Helium-3-Behälter. Im Laufe der Jahre wurden inoffiziell geringe Mengen an Helium-3 aus der Turmbauanlage an einen unbekannten Ort gebracht. Langsam aber stetig sammelte der Lunarrat eine beträchtliche Menge an Helium-3, um Treibstoff für die Outward-Reise zu haben. Als Turmbau evakuiert wurde und MacArthur die Ausrichtung des MPTs in der Copernicus-Mondzentrale änderte, was zum Blackout führte, blieb nur eine geringe Menge an Helium-3 im Reaktor übrig. Wären Sarah und Isaac nicht gewesen, als das Helium-3 zu Neige ging, hätte der Reaktor einen dauerhaft und irreparablen Schaden erlitten. Fettes Teil, Mann. Richtig fettes Teil. So, hier komme ich wieder zur Bahn. Theoretisch. Natürlich ist die Tür zu. Okay, das Ding können wir auf jeden Fall bewegen. Die Frage, wo zuerst hin? Hier? Ist das egal? Ah, da hinten ist was. Moment mal.
Ich glaube, da müssen wir erst hin, oder? Ja. Ja. So, komm her, du. Wir brauchen Strom. Au. Au. Okay, vielleicht noch kein Strom. Okay, interessant. Muss ja eigentlich da drüben wieder hoch. Warte, ich muss mal was checken. Okay, es ist halt jetzt die Frage. Lucky? Müssen wir das Ding mittig schieben? Ja, Pi mal Daumen könnte hinhauen. Na, vielleicht mal ein bisschen mehr Anlauf nehmen noch. Okay, das funktioniert nicht so geil, wie ich das gerne hätte. Ach, warte mal. Wie dumm. So wird ein Schuh draus. Dann geht mittig auch. So, ich glaube, Lucky, das könnte funktionieren. Also hier komme ich hin. Und hier komme ich hin. Okay, alles klar. Dann lassen wir die Party mal steigen. Okay, Systeme bitte neu starten. Oh, verdammt. Satz mit X. Zifix. Oh oh. Oh oh. Es wird nur noch gelegentlich Strom geliefert. Okay, das heißt, ich muss den Zeitraum nutzen, wo das hier nicht unter Strom steht. Lucky, wünsch mir Glück. Uiuiui. Okay, geschafft. Alter, was ein Oschi. Der Gerät wird niemals müde. Der Gerät ist immer bereit. Guck mal, Lucky, deine ganzen Geschwister. Pearson Raumstation. Danke für die persönliche Malerei auf meinem Anzug. Ich liebe sie. Genieß meinen Teil der Vereinbarung. Es war nicht einfach zu finden. Sarah Baker. Okay, da geht es an sich hoch.
finden wir da unten? Außer Sturzschaden? Okay. Wir müssen dieses fette Drum irgendwie bewegen. Isaac? Hey! Sie haben alles mitgenommen und... Was ist hier los? Bleib einfach da! Bleib da! Ich muss nur... Ist das Helium? Nein, es... ist... Sarah. Es ist für Kathy, okay? Sie wartet. Sie ist auf der Arche und ich muss das zu ihr bringen. Isaac, wovon redest du? Drei! Wir haben drei Archen für Outboard konstruiert. Ja, die sind fort. Nein. Am Ende hatten wir nur genug Treibstoff für zwei. Also hat MacArthur die Kranken, die Kryopatienten, in die letzte verlegt. Und Kathy ist noch auf der Arche. Gefangen hier auf dem Mond. Warte. Aber damit kann ich... Isaac, es tut mir leid, aber die Erde geht absolut vor. Die Erde rettet niemand mehr. Sarah... Mit oder ohne NPT, unsere, Kathys einzige Hoffnung ist Outward. Hör mir zu, wir können die Erde nicht aufgeben. Unsere Heimat, Kathys Heimat. Denk doch auch an Claire. Sie hat sich entschieden und ich kann nicht zurück. Aber mit Kathy und Outward gibt es eine Chance auf einen Neuanfang, einen neuen Morgen. Was immer nötig ist, damit sie sicher sind, selbst wenn sie nicht verstehen. Aber manchmal liegen wir falsch, Isaac. Deine eigenen Worte. MacArthur liegt falsch. Sarah. Outward ist falsch. Sarah. Alles daran ist... Was? Ach du Scheiße. Du musst das verstehen. Ich muss los. Alex? Alex, Terminalzugriff. Schick sie los. Isaac? Nein! Sarah, tu das nicht! Ich kann das nicht zulassen. Nein! Oh, Sarah, was habe ich getan? Bleib bei mir. Tut mir leid, Isaac. Es ist okay. Ist okay. Tut mir leid, Kathy. Ist schon okay. Keine Sorge. Nur so konnte ich helfen. Auch wenn du mich dafür hast. Okay, ganz ruhig, Sarah. Hör mir zu. Halt die Augen offen. Hey, Kumpel. Sarah? Hey, Sarah. Nein. Faster. Nein. Sarah? Sarah? Es ist okay. Ist okay. Es tut mir so leid. So leid. Alex. Das hier muss niemand sehen. Boah, krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich muss sagen, ich meine, ich kann Isaac auch irgendwo verstehen. Na, es war seine Tochter, Katie, die er da retten wollte. Und Sarah war halt auf der Seite der Erdlinge sozusagen. Wollte die Erde retten. Und Isaac hat irgendwie in der lauter Verzweiflung auf sie eingestochen. Schwierig, es ist eine super schwierige Situation gewesen. Aber ich glaube, jeder hätte für seine Tochter gehandelt, oder? Man kann Isaac schon verstehen.
aber natürlich geht die Menschheit vor. Schwierig, wirklich sehr schwierig. Ich wüsste nicht, was ich getan hätte. Ein Schienenbahnterminal. Das Terminal hat den ein- und ausgehenden Verkehr im Hangar der Einschienenbahn erfasst. Ein ausgezeichneter Befehl zeigt, dass eine Einschienenbahn mit kritischer Geschwindigkeit abgesandt wurde, mit verheerender Auswirkung auf Teile des Gebiets. Wochen später zeichnete das Terminal zusätzliche und ungewöhnliche Aktivitäten auf. Ah, Sarah ist hier gestorben. Okay, aber vielleicht finde ich Isaac noch. Ich will schon wissen, was jetzt noch los war dann. Wollte er Katie irgendwie noch retten? Okay, wir müssen hier Strom holen. Türen sind alle dicht. Ist das auch kaputt? Warte mal. Check mal die Lage, Lucky. Ah, sieh mal da, ein Schlupfloch. Hinein mit dir. Okay, wir haben hier den Tank. Lucky, bitte einmal die Tür öffnen. Gracias, amigo. Okay. Wir haben Strom. Was ich mich frage, wer hat die Leiche von Sarah weggeschleppt? Ah, bestimmt Isaac. Doch noch die letzte Ehre erwiesen. Tür ist auf. Und da ist das Helium 3. Da ist das große Stück. Okay, aber ansonsten geht hier nichts. Na gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten finalen Folge. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir den Daumen da lasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.